Freunde, es ist mal wieder soweit. Ich habe hier meine eigene Insel erstellt und möchte heute den Gewinner von Vitamine Sagt herausfinden. Der erste Platz bekommt 750 Robux, Platz Nummer 2 bekommt 500 Robux und Platz Nummer 3 bekommt sogar auch 250 Robux. Und wenn du auch mal gerne bei Vitamine Sagt dabei sein möchtest, lass einfach einen Daumen nach oben da auf dieses Video, schreib ein nettes Kommentar und sag mir, wie ihr dieses Format findet. Und kann jemand mal von 1 bis 10 meine Insel bewerten? Da habe ich mir echt Mühe gegeben. Und das sind die heutigen Kandidaten, Freunde. Hier hätten wir einige Leute. Tom. Hier haben wir Jamie. Like oder tot? Alter Frost, was ist denn mit dir los? Und hier haben wir ganz, ganz viele coole Leute, Freunde. Hier ist zum Beispiel der Vitamino. Hier sind auch ganz, ganz andere coole. Und wow, der hat auch ein cooles Aussehen. Aber auf jeden Fall, das sind die heutigen Kandidaten, Freunde. Die um insgesamt 1500 Robux spielen. Und habt ihr noch was zu sagen, bevor ihr stirbt? Hallo? Wer möchte sterben? Okay, warte mal. Vitamine sagt, wer möchte jetzt schon raus sein, der kommt zu mir. Okay, es kommt keiner. Schade. Und ich würde sagen, als erste Aufgabe, jetzt werden schon 3 Personen rausfliegen. Ihr seht meine riesige Insel. Vitamine sagt, versucht auf meine riesige Insel zu kommen. Let's go. Und ich sag euch, dass der Obby ist echt einfach. Und da sprechen sie alle und einige fallen sogar rein. Hey, warte mal, wir machen einfach mal mit, Leute. Übrigens kann man hier auch sprinten und... Wow, Alter, was ist denn jetzt hier los? Okay. So, wir sind schon auf der 3. Wolke und auf der 4. Und warte mal, Alter, da haben sie jetzt wirklich schon welche geschafft, Leute. Hey, warte mal, dränge mal nicht vor mir. Und let's go. Ihr seht es, ich habe es sogar gerade selber geschafft. Jetzt sind die ersten schon auf unsere Insel drauf. Und Vitamine sagt, ihr bleibt bitte hier stehen und wartet. In der Zeit werde ich einfach bei den anderen zuschauen. Und Leute, es fliegen insgesamt 3 Leute raus. Also beeilt euch und strengt euch an. Ich meine, da unten sind echt noch welche am Anfang. Und hier oben werden es immer mehr, die es schon geschafft haben. Oh mein Gott, es haben schon echt viele geschafft. Da unten kämpfen aber immer noch welche. Und hey, der mit dem Vitamine-Shirt, der hat es auch gleich geschafft. German Let's Player. Los, beeil dich, du bist weiter. Allerdings sind hier unten immer noch 4 Stück und es kann nur noch einer weiterkommen. Oh mein Gott. Leute, wer wird es schaffen, die riesige Insel zu betreten? Und wer wird es schaffen? Wird es Spy-X schaffen? Wenn du jetzt dich konzentrierst und nicht runterfällst, dann sind die anderen 3 unten. Oh mein Gott. Wird er vielleicht noch runterfallen? Wird er es schaffen? Und er schafft es. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall noch genügend Kandidaten hier zur Auswahl. Und jeder, der gewinnen möchte, geht jetzt auf das Siegertreppchen. Okay, ich bin mal gespannt, wer sich da drauf traut. Und, oh mein Gott, Leute, na los geht. Warte mal, hey, ihr seid raus. Oh mein Gott, da haben wir die nächsten 3, sogar 4 Leute, die gekickt werden. Denn ich habe nicht gesagt, Vitamine sagt. Oh mein Gott, Entschuldigung, du wurdest gekickt. Aber Leute, das waren nicht die einzigen, denn es waren noch 2 oder 3 mehr. Na gut, die anderen habe ich jetzt vergessen, die haben echt Glück gehabt. Aber wir probieren das jetzt einfach nochmal. Hey, wer jetzt gewinnen will, kommt einfach mit zu mir. Los, kommt doch her. Traut sich jemand hier mit rauf? Hallo? Oh Mann, ey, es traut sich jetzt echt keiner hier hin, ey. Naja, egal, Freunde. Ich würde sagen, Vitamine sagt, gebt mal alle ins Wasser. Und schaut mal, wie sie alle ins Wasser gehen. Denn das ist richtig. Ja, jetzt sind wir alle, okay, einfach am Baden. Ich meine, so richtig baden ist das hier nicht. Aber ist auch ganz egal. So, ich würde sagen, wir haben auch noch ein zweites Obby. Dafür würde ich sagen, Vitamine sagt, kommt alle mal vor das Portal. Aber geht noch nicht durch. Und schaut mal, wie die Vitamine auch wieder kommt. Ey, yo, ihr seid echt mega krass. Okay, Vitamine sagt, ihr geht jetzt alle durchs Portal und müsst so schnell es geht das Obby schaffen. Oh mein Gott, wer wird es schaffen? Los, alle nach oben springen. Ja, 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 Leute. Es ist wirklich auch ein sehr, sehr einfaches Obby. Aber es werden auf jeden Fall wieder 3 rausfliegen, Freunde. Okay, Freunde, es haben schon jedenfalls viele nach oben geschafft. Aber Alter, die drängeln sich so sehr, dass keiner mehr weiterkommt. Aber Leute, los. Ich glaube an euch. Ihr werdet das auf jeden Fall schaffen. Los! Und hey, hier ist jemand schon oben. Du hast es wirklich geschafft. Du bist Platz Nummer 1. Aber da kämpfen noch die anderen. Obwohl dieses Obby eigentlich echt einfach ist. Wir können es ja mal selber probieren. Obwohl, Alter, hier ist echt ganz schönes Gedränge. Naja, egal. Warte mal, ich zeige euch das. Hier, lasst mal den Vitamine-Profi vorbei. Oh mein Gott, wie die alle drängeln. Hier, zack. So, auf diesen Block und dann auf diesen. Und hier. Lol. Oh,
Ja, okay, sollte das nicht sein. Alter, hier sind alle sowas von am Drängeln. Okay, ich glaube, die Zuschauer haben auf jeden Fall mega, mega viel Spaß, weil hier echt alle am Drängeln sind. Und hier hat es schon jemand Zweites geschafft. Oh yeah, und der hat sogar ein Vitamine-Shirt an. Ey, das gefällt mir. Und Vitamine sagt, los, strengt euch jetzt an, es sind nur ein paar Sprünge. Oder ist das euch echt etwa zu schwer? Ich dachte, ihr seid die Vitamin-Army. Und wird der Nächste schaffen? Ich meine, das ist jetzt nur ein Sprung um die Ecke. Schafft er ihn? Und ich glaube, er sollte es jetzt geschafft haben. Er muss nur noch an die Ecke hier springen. Einfach nur geradeaus. Und wenn er das geschafft hat, dann hat er nämlich Platz Nummer 3 geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, Freunde, es kann wirklich sich nur noch um Stunden handeln, bis hier einige weiterkommen. Aber Vitamine sagt, ist kein Zuckerschnecken. Hier werden auf jeden Fall eure Fähigkeiten geprüft. Hey, und was ist mit dir? Hast du keine Lust mehr? Los, ab mit hoch mit dir! Oder ich werde dich umschnetzeln. Hier oben werden es immer, immer mehr Leute. Zum Beispiel Frost hat es schon geschafft. Gnaves hat es geschafft. Was geht, hat es sogar auch geschafft. Und natürlich mein Vitamine-Bruder mit dem Vitamine-Shirt. Und wer wird heute die 750 Robux gewinnen? Da bin ich auf jeden Fall echt mega gespannt. Okay, Freunde, ich glaube, es ist echt ein bisschen zu schwer. Obwohl es hier schon einige geschafft haben, Freunde. Yeah, hier sind echt mega viele. Aber wir haben jetzt schon so lange gewartet. Ich würde sagen, Vitamine sagt, die ganz oben sind, die bleiben jetzt bitte oben. Und alle, die jetzt hier noch am Jumpen sind, die kommen mal nach unten. Vitamine sagt, die jetzt hier noch beim Obby sind, kommt gerne mal nach unten und stellt euch mal hier hin. Ja, also wirklich alle, wir machen jetzt mal was anderes. Und zwar werden wir jetzt mal die Reaktionszeit testen. Hey, was ist mit dir da? Kommst du nicht auch mit nach unten? Los, komm, ich warte auf dich. Hey, du da, komm, wir sind doch hier. Oder was ist mit dem? Naja, egal. Wie ich würde sagen, Vitamine sagt, spring. Und hört nicht auf zu sprinten. Vitamine sagt, spring die ganze Zeit. Und stopp. Okay, es hat keiner aufgehört. Das ist auf jeden Fall gut. Vitamine sagt, schön weiterspringen da hinten. Und hey, was ist mit dir los? Ich glaube, der ist gar nicht hier. Von dir müssen wir uns leider verabschieden. Das tut mir jetzt echt, echt mega leid. Deswegen bist du jetzt weg. Okay, Freunde, die sind hier fleißig wieder noch am Weiterspringen. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall einige raushauen, weil das war echt zu viel. Wir müssen da irgendwas gegen machen. Vitamine sagt, ihr von oben könnt auch nochmal runterkommen. Und ihr hier vorne hört jetzt mal auf zu springen. Und? Warte mal. Hey, du hast aufgehört zu springen, Network. Eigentlich ist das... Ja, eigentlich war das nämlich kein Befehl, aufzuhören. Und wir sind heute mega, mega streng, deswegen tut es mir leid, dass ich dich jetzt gekickt habe. Aber du hast natürlich auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder auch die Chance. Vitamine sagt, kommt alle wieder zum Portal, denn wir wollen jetzt wieder zurück zu unserer Insel. Und alle durch da, los jetzt, kommt wieder zurück. Wir sind nämlich jetzt hier. Wir müssen jetzt ein bisschen mal hier schneller arbeiten, damit auf jeden Fall mal einige jetzt hier rausfliegen, Freunde. Okay, Vitamine sagt, geht alle auf die gelbe Farbe. Okay, sie gehen auf die gelbe Farbe. So, ich bin mal gespannt. Vitamine sagt, ihr könnt auch aufhören zu springen. Also ihr müsst nicht mehr springen. Alles gut. So, Vitamine sagt, geht alle auf die grüne Farbe. Okay, ja. Warte mal. Hey, du warst der letzte King. Es tut mir leid. Jetzt wird nämlich Reaktionszeit gezeigt. Hey, Vitamine sagt, King, komm einfach mal zu mir. Ich weiß, du bist zwar raus, aber... Hey, du hast einen echt schönen Skin. Wow, man sieht zwar deine Haare nicht, aber dein Lächeln ist auf jeden Fall überwältigend. Okay, das tut mir natürlich leid, da ist der Nächste gekickt worden. Aber Vitamine sagt, geht alle auf die blaue Farbe. Und okay, okay, okay. Solange man nicht zu langsam ist, ist es noch okay. Vitamine sagt, geht auf die rote Farbe. So, ich würde sagen, geht wieder zurück auf die blaue Farbe. Und, oh, oh, Losty, das habe ich gesehen. Am besten komm mal zu mir, Losty. Ich weiß, das tut dir leid, dass du diesmal keine Robux gewinnen kannst. Aber dafür kannst du es nächstes Mal wieder mitmachen. Okay, es tut mir mega leid für dich, Losty. Aber beim nächsten Mal bist du wieder dabei. Oh Mann, okay, und ihr seid echt noch sehr, sehr gut im Rennen. Vitamine sagt, geht auf die grüne Farbe. Geht zurück auf die rote Farbe. Boah, German Let's Player. Oh Mann, und der hat sogar ein Vitamine-Shirt an. Komm mal leider her. Ich weiß, du willst auch nicht raus sein. Aber du bist es. Ja, ich weiß, es tut mir mega leid. Aber beim nächsten Mal bist du wieder dabei. Oh mein Gott, und jetzt werden wir immer, immer weniger. Übrigens, wenn wir nur noch 5 Leute sind, werden wir gleich noch ein episches Rennen machen. Aber da sind wir noch nicht. So, was sagt ihr? Auf was habt ihr Lust? Vitamine fragt, auf was hättet ihr gerade Lust? Schwimmen.
Warte mal, was? Schwimmen? Eine Banane? Leute, was ist denn mit euch los? Minecraft? Hide and Seek? Okay, ich glaube, die sind echt gerade verrückt. Aber ich würde sagen, Leute, springt doch einfach mal hier runter. Kommt mal alle her. So, kommt, wer will runterspringen? Ach Mann, okay, die sind echt hartnäckig. Heute haben wir echt die Profis dabei. Vitamine sagt, geht schnell auf einen Stein. Wer als letztes auf einen Stein geht, wird rausfliegen. Okay, wer wird der Letzte auf einen Stein sein? Es ist ein knappes Rennen, aber ich glaube, das war Vitamine Sohn. Es war sowas von knapp, aber Vitamine Sohn, ich glaube, du bist raus. Das war echt mega knapp. Aber auch wenn du mein Sohn bist, müssen wir leider die Regeln befolgen und du wirst gekickt. Oh je, yeah. Und der eine fragt, darf ich essen? Hey, klar, ihr könnt alle essen. Aber ihr könnt natürlich auch rausfliegen bei Vitamine sagt. Ich würde sagen, da wir sich gerade so viele gewünscht haben, Hide and Seek zu spielen, werden wir alle hierhin tippen. Ihr müsst euch, also Vitamine sagt, versteckt euch so schnell es geht, denn ich werde in einer Minute anfangen zu suchen. Und wer nicht versteckt ist, der ist raus. Und die ersten zwei, die ich finden werde, Freunde, die werden natürlich umgeschnetzelt. Okay, Vitamine sagt, ich hoffe, ihr seid bald versteckt, weil lange Zeit gebe ich euch nicht. Und hey, du wirst mir helfen und du bleibst aber in meiner Nähe und wir werden gemeinsam suchen. Vitamine sagt, 30 Sekunden bekommt ihr noch von mir. Oh mein Gott, ich hoffe, ihr habt ein gutes Versteck. Denn wie gesagt, die ersten zwei werden rausfliegen. Und Freunde, wenn du gerne mal dabei sein möchtest, einfach in mein Discord kommen und dem Video einen Daumen nach oben da lassen. Okay, ich würde sagen, Vitamines Kind, Vitamine, wir werden uns aufmachen. Komm, komm, wir gehen einfach mal in die Richtung. Wir suchen den ersten Kandidaten, der jetzt gleich vom Server gekickt wird. So, hat sich hier jemand bei den Kartons versteckt? Du kannst natürlich auch gerne gucken. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, wenn du jemanden gefunden hast. So, hier bei den Kartons hat sich niemand versteckt. Ist denn hier irgendjemand hinter dem Haus? Oh mein Gott, Freunde, das macht so viel Spaß. Wir können ja auch mal einen Zuschauer sagt machen, wo ich, also wo ich sogar mitmache, wo ich ein Spieler bin. Freunde, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr da Lust drauf habt. Okay, hat sich denn hier jemand versteckt? Nee, bis jetzt noch nicht. Ich meine, man kann hier aber auch rüberspringen. Hier weiß ich, dass es reingeht. Ist hier oben jemand? Nee, Alter, okay, hier oben ist echt keiner versteckt, warum auch immer. So, oh Mann, okay, bis jetzt haben wir noch keinen gefunden und er hat auch noch keinen gefunden. Naja, egal, das wird sich aber gleich ändern, hoffentlich. So, wir gehen mal nach unten. Hier waren ja auch ganz, ganz viele Mülltonnen. Hat sich jemand hier bei den Mülltonnen versteckt? Zwischen den Müll... Okay, hier würde ich auch nicht sein. Hier stinkt. Aber ihr seid schon wieder mega gut versteckt, Leute. Hat sich denn hier jemand versteckt bei den Kartons? Nee, auch nicht. Okay, ihr seid gar nicht mal so schlecht. Ich werde euch aber schon finden. Vor allen Dingen zwei, das sollte doch... Warte mal, machbar sein, ich will hier hochklettern und sehe einen. Ha, oh mein Gott, wer bist du? Vitamine sagt, hey, ich weiß, du wurdest leider gefunden und... Hey, warte mal, du siehst aus wie ein Opa, oder? Nee, okay, ein Opa ist es nicht, aber du bist auf jeden Fall raus. Stell dich gerne mal hier vorne, Vitamine sagt, komm gerne mal hier vorne hin. Und ich weiß, du hast es leider heute nicht geschafft, die Robux zu gewinnen, aber du wirst auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei sein. Und hey, wir brauchen jetzt nur noch einen finden, das sollten wir schaffen. Und wenn du mich als Moderator mal hier bei Vitamine sagt unterstützen willst, weißt du, was zu tun ist? Einfach mal einen Daumen nach oben da lassen. Und natürlich deinen Roblox-Name in die Kommentare schreiben. Vitamine hat jetzt seinen eigenen Starcode. Wenn du mich oder andere YouTuber unterstützen willst, dann verwende jetzt einfach meinen Starcode bei dem Kauf von Robux. So, haben wir denn hier jemand? Oh Mann, ey. Okay, vielleicht ist auch jemand auf dem Dach oder hier drinne. Freunde, hat sich jemand hier versteckt? Nee, okay, Mist, ey. Warum seid ihr immer so gut in dem Verstecken? Ich bin echt ein Noob hier drinne. Einen haben wir, wie gesagt, gefunden. Nur noch einer muss gefunden werden. Und dann haben die anderen es auf jeden Fall schon mal überlebt. Und hey, wo seid ihr? Also, wo ist der Letzte? Ist hier jemand in dem Supermarkt jemand drinne? Nee, auch nicht. Okay, okay, okay. Ich meine, los, komm hier. Okay, warte mal, hast du jemanden gefunden? Oder ist hier hinten jemand? Nee, leider nicht. Okay, ich glaube, mein Gehilfe hat jemanden gefunden. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Hast du wirklich jemanden, oder... Hey, warte mal, trollst du mich? Ich weiß gar nicht, wohin der mich führt, aber auf jeden Fall ist hier bis jetzt noch kein... Oh, doch. Vitamine sagt, Frost, du bist leider tot oder wirst umgeschnetzelt. Ja, hi. Komm mal mit nach draußen. Es tut mir sowas von leid, dass du natürlich auch heute nicht gewonnen hast. Aber du bist ein ehrenhafter Verlierer. Also, bis jetzt war doch niemand sauer, dass er halt rausgeflogen ist. Das tut mir natürlich auch leid, aber Leute, es gibt halt nun mal einen Gewinner. Und für dich ist heute Ende. Tschüss. Und damit haben die anderen gewonnen. Vitamine sagt, kommt alle in die Mitte. Oh mein Gott, wie viel
viele leben noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Leute. Oh mein Gott, 8, 9, sogar voll viele. Ihr seid echt mega viele und ihr seid auf jeden Fall schon jetzt echt mega weit gekommen. Freunde, ich würde sagen, es wird Zeit für ein Labyrinth. Vitamine sagt, ihr bleibt jetzt alle mal da stehen. Letztes Mal mussten sie ja in der Mitte den Apfel finden. Und dieses Mal müssen sie den anderen Ausgang finden, der sich auf der ganz anderen Seite befindet. Vitamine sagt, alle Kandidaten kommen vor den Eingang. Und da kommen sie. Vitamine sagt, diese Runde werden 3 Leute rausfliegen und das die letzten 3. Ich sage euch, auf der anderen Seite gibt es einen Ausgang. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ihr müsst so lange suchen, bis ihr wieder auf der anderen Seite rauskommt. Vitamine sagt, 3, 2, 1, los, sucht den anderen Ausgang. Und da rennen sie. Einige rennen in die falsche Richtung und einige in die richtige. Okay, warte mal, da sind doch welche ganz, ganz weit hinten. Aber da sind auf jeden Fall ganz, ganz weit, weit vorne. Oh mein Gott, warte mal, als wenn er das aus dem FF kennt. Der hat das Labyrinth direkt geschafft. Platz Nummer 1 ist durch und Platz Nummer 2. Hier kommt sogar Platz Nummer 3. Und wir müssen jetzt nur aufpassen, wie die letzten 3 sind. Und ich glaube, seid ihr jetzt Platz 3? Ich glaube also du, Knaves, was geht? Und da war noch, glaube ich, jemand drin, ne? Und SDS, ihr müsst leider mal mitkommen. Hey, Knaves, SDS und was geht? Kommt gerne mal bitte hier hin. Ich weiß, ihr seid traurig. Aber das ist heute ganz egal, ihr müsst raus. Okay, den ersten haben wir gekickt. Und jetzt werden wir nach und nach den zweiten und dritten kicken. Oh mein Gott, es tut mir echt leid. Aber ihr seid beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder dabei. Jetzt haben wir alle 3 Leute gekickt. Und wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kandidaten. Und wir müssen jetzt nur noch einen rauskicken. Weil dann kommen wir zum Finale. Und das machen wir ganz, ganz klassisch. Vitamine sagt springt. Vitamine sagt springt die ganze Zeit. Und stopp. Okay, es hat keiner aufgehört. Hört mal jetzt auf. Aufhören? Aufhören! Ja, okay, die sind echt nicht doof, Leute. Okay, Vitamine sagt, ihr könnt natürlich aufhören zu springen. Und ich würde sagen, Leute, wir müssen jetzt wirklich noch einen raushauen. Vitamine sagt, geht auf den Stein. Und okay, okay, es ist wirklich, ja, jeder dabei. Okay, jetzt machen wir wirklich wieder eine Challenge. Wer als letztes dort ist, wird rausfliegen. Und ich würde sagen, Freunde, es gibt das nur einmal auf dieser Insel hier. Vitamine sagt, ihr müsst jetzt sofort auf die Banane raufgehen. Okay, mal sehen, wer der Letzte ist. Oh mein Gott, oh, 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 es wird wahrscheinlich ein eindeutiges Rennen und... Oh mein Gott, es ist... Samir, Samir Leber. Oh mein Gott, es tut mir echt leid. Und hey, Alter, wie krallt ihr euch an der Banane fest? Oh mein Gott, Samir, es tut mir leid, aber es ist nun mal so. Wir müssen dich heute leider verabschieden und du bist raus. Jetzt, Freunde, wird es ernst und wir spielen ein Autorennen. Und dafür haben wir jetzt natürlich die Kandidaten hier. Vitamine sagt, geht jeder in ein Auto. Ich hoffe, es sind genug. Nicht losfahren, alle bleiben stehen. Dann nicht losfahren. Hier ist übrigens die Start- bzw. Ziellinie. Und wir werden 2 Runden spielen und jeweils wird immer einer rausfliegen. Das bedeutet, ihr müsst natürlich eine komplette Runde fahren. Der Letzte, der ankommt im Ziel, wird eliminiert. Und Vitamine sagt, Abkürzungen werden nicht geduldet. Nur auf der Rennstrecke fahren. Und Vitamine sagt, ihr beginnt in 3, 2, 1, los! Oh mein Gott, da fahren sie, Freunde! Und da gibt es schon die ersten Crash. Oh mein Gott, Leute. Okay, wir haben da jemand ganz, ganz weit vorne. Er fährt und wird er umfallen? Nein, er fährt ganz, ganz souverän. Und da hinten, oh mein Gott, gibt es einen Crash. Aber jeder hat noch die Chance, als erstes rauszukommen. Wir müssen achten. So, da ist auf jeden Fall, oh mein Gott, da die letzten 2, die battlen sich. Und stopp, der erste ist drinne. Vitamine sagt natürlich die anderen weiter. So, wir haben einen zweiten Gewinner. Und da die letzten 3. Oh mein Gott, warte mal, die fahren immer gegen die Mauer. Alter, was macht ihr da hinten? Okay, okay, okay. Ihr kommt jetzt zur letzten Chance. Oh mein Gott, so. Er fährt immer noch weiter gegen die Wand. Aber hier sind die letzten beiden. So, wenn die es jetzt hier über die Ziellinie schaffen, was hier ist, dann hat der gewonnen. Und wer wird jetzt der Letzte sein? Und... Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich... So... Ja, aber warte mal, ey, der eine hat überrundet. Wer war jetzt der Letzte? Ich glaube, es war Wolfi. Okay, Freunde, ich möchte niemanden grundlos kicken. Deswegen weiß ich nicht, wer Letzter geworden ist. Und dann spielen wir einfach nur eine zweite Runde. Vitamine sagt, fahrt eine zweite Runde. 3, 2... Ey, warte mal. Ey, stopp, stopp, stopp. Nee, 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 nee. Frühstart zählt hier nicht. So, okay, es haben alle eingepackt. Vitamine sagt, ihr werdet auf dem Startsignal losfahren. 3, 2, 1 und los!
Und da fahren sie, Freunde. Oh mein Gott. Okay, die Autos sind echt leicht eigentlich zu lenken. Und dieses Mal werden wir genau hinschauen, wer letzter Platz sein wird. Und ich hoffe, die Leute bleiben dann hier vorne stehen. Und da vorne battlen sich die Ersten. Und die sind echt stark. Also die ersten drei sind richtige Rennfahrer. Aber auch da hinten. Oh mein Gott, er wird überholt. Der Letzte hat fast den Vorletzten überholt, Freunde. Und die Ersten sind im Ziel. So, der Erste darf stehen bleiben. Und da kommt der Zweite und der Dritte Platz. Und jetzt kommt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wird der Letzte doch vielleicht den... Oh mein Gott, er fährt rückwärts ins Ziel. Warte mal, und... Wow! Er ist tatsächlich rückwärts ins Ziel gefahren und... Oh mein Gott, es tut mir leid. Er hat immer noch zu kämpfen. Er fährt immer noch gegen die Bande. Jetzt ist Roblox-Fan leider raus. Roblox-Fan, komm bitte her. Es tut mir sehr, sehr leid. Wenn du davor Mega-Sieger warst, dann tut's mir leid. Aber du bist jetzt auf jeden Fall raus für heute. Vitamine sagt, du bist leider raus. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Runde gleich. So, warte mal. Ey, Freunde, wollen wir mitfahren? Ich habe eigentlich mal Lust, ein Rennen mitzufahren. Vitamine sagt, stellt euch wieder alle hier nebeneinander auf. Und ich würde jetzt einfach mal eine Runde mitfahren. Und mein Moderator wird gucken, wer als letztes reinkommt. Und wer letzter Platz ist, wird natürlich dementsprechend bestraft. Vitamine sagt, 3, 2, 1, los geht's! Okay, Freunde, oh mein Gott, jetzt fahren wir auch mit. So, aber ich bin natürlich ein richtiger Rennfahrer-Profi. Und guckt euch das mal an, wir sind Erster. Wow, ich kann diese Autos echt gut steuern. Ich finde die echt mega leicht zu fahren, Freunde. Und wow, hinter mir ist auch ein Formel-1-Fahrer. Oh mein Gott, aber Vitamine wird in seinem eigenen Vitamine-Sack erster Platz werden. Yeah! So, ich bin nur gespannt, wer Letzter werden wird. Und ich bin fertig. Da ist der Nummer 2 und, warte mal, ist der rückwärts gefahren? Auf jeden Fall steht da hinten noch jemand. Was ist denn mit dir los? Du hängst fest, oder? Oh mein Gott, er hängt fest, aber das sind halt die Regeln. Wir können da jetzt leider auch nichts gegen machen. Wir haben gesagt, ihr müsst versuchen, nicht rauszufahren. So, aber hey, ich könnte doch wieder reinfahren können. Naja, egal, es tut mir leid, Niki, du bist auf jeden Fall raus, aber hast auf jeden Fall die nächste Chance auch wieder, um zu gewinnen. Damit haben wir auf jeden Fall noch 3 Vitamine-Fans und auf jeden Fall hat der Erste, der rausfliegt, schon 250 Robux gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Nun wird es Zeit, um nochmal ein Obby zu machen. Hier ist das Vitamine-Obby, was ihr am Start schon gemacht habt. Aber jetzt werden wir natürlich nochmal herausfinden, wer der letzte Platz ist, also wer Platz 3 bekommt. Und zwar mit müsst ihr wieder das Obby schaffen, aber noch kurz warten. Stellt euch in einer Reihe nebeneinander auf. Und das Obby ist echt einfach, Freunde. Und wer wird die 250 Robux gewinnen? Vitamine sagt, beginnt in 3, 2, 1, los geht's! Jetzt sind es auf jeden Fall schon mal weniger. Okay, das bedeutet, es ist einfacher und sie drängeln sich nicht gegeneinander. Wer jetzt der dritte Platz wird, wird nicht gekickt und darf auf das Siegertreppchen gehen. Und ich glaube, da wird es der Erste gleich schaffen. Er hat es auf jeden Fall weitergeschafft. Allerdings kämpfen hier noch 2 gerade um Platz Nummer 3 beziehungsweise 2. Und los! Ich glaube, es könnte ein spannendes Rennen werden. Aber wenn er es jetzt schaffen wird, dann ist er weiter. Damit haben wir 2 Leute, die auf jeden Fall weiter sind. Und das bedeutet, Wolfi, du darfst dich auf Platz Nummer 3 stellen, auf dem Bronzeplatz. Du bleibst jetzt auf den Siegertreppchen. Herzlichen Glückwunsch, du hast 250 Robux gewonnen. Und jetzt, wer von euch wird 500 bzw. 750 Robux gewinnen? Und das machen wir einfach ganz einfach. Findet ihr, Vitamine fragt, ist Vitamine cool? Und jetzt bin ich mal gespannt auf die Antwort. Okay, ja. Und was schreibt Wolle? Hey, warte mal, Wolle, findest du mich nicht cool? Naja, okay, dafür kann ich ihn nicht raushauen. Aber egal, Leute, wir werden auf jeden Fall jetzt mal mega, mega krasses Finale haben. Und Vitamine sagt, dieses epische Battle werden wir in einem Schwertkampf ausüben. Vitamine sagt, kommt in den Ring, einer geht in diese Ecke und einer geht in diese Ecke. Macht euer Schwert schon mal bereit und dann werden wir jetzt den Gewinner herausfinden, wer 750 Robux gewinnt, Freunde. Vitamine sagt, ihr beginnt in 3, 2, 1 zu kämpfen. Let's go. Wer wird es schaffen? Und oh mein Gott, Among Us hat gewonnen. Und damit haben wir die Gewinner von heute. Wolfi ist Platz 3. Du hast dir die 3 kaputt gemacht. Aber herzlichen Glückwunsch, 250 Robux. Platz Nummer 2, Wolle. Du darfst jetzt auf jeden Fall auf die Nummer 2 in deinem Siegertreppchen gehen. Herzlichen Glückwunsch für 500 Robux. Und gewonnen hat heute Vitamine. Ja, ist okay, ich habe nicht gewonnen. Vitamine hat natürlich nicht gewonnen. Among Us hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zu Platz
Platz 1 für 750 Robux. Hier seht ihr nochmal die Gewinner. Platz 3, 2 und 1. Wie versprochen, Freunde, bekommt Wolfi seine 250 Robux. So, herzlichen Glückwunsch dafür. Wolle 863 bekommt natürlich auch noch was. So, aber... hey, er ist kein Mitglied dieser Gruppe. Ach, Mann, Freunde. Platz Nummer 1 hat natürlich auch gewonnen, Roblox-Fan. Und ist auch kein Mitglied der Gruppe. Das bedeutet, nur Wolfi hat bis jetzt seine Robux bekommen. Und Wolle und Among Us bekommen die Robux gerne noch dann nachträglich. Sie müssen allerdings 7 Tage in der Gruppe sein. Also, das bedeutet, wenn du mitspielen möchtest bei Vitamine Sack, komm in die Roblox-Gruppe, dann kannst du auch die Robux bekommen. Und Wolfi hat tatsächlich auch die Robux bekommen. Super, super, super. Und die anderen beiden werde ich mir einspeichern und die bekommen sie nachträglich in 7 Tagen. Aber ihr seid natürlich die glücklichen Gewinner. Und Vitamine sagt, wenn ihr jetzt gerne mal beim nächsten Mal dabei sein wollt, als Moderator oder als Spieler, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen Video. Bis dahin, tschüss.